Willkommen zurück zu einer neuen Folge Valheim. Wir werden uns heute den Dunkelwald anschauen. So, dreh um, dieser Ort ist gefährlich. Du hast dich in den Dunkelwald begeben. Dieser Ort kann für alle, die nicht vorbereitet sind, äußerst tödlich sein. Stelle deine Werte unter Beweis, indem du Eiktür tötest. Ich habe auf jeden Fall Gestampfe gehört. Und jetzt stellt sich mir die Frage, ich soll Eiktür töten. Ist das ein Abbild meiner selbst? Ist das ein Abbild von mir selbst? Was bist denn du für einer? Alter! So! Oh, Blaubeeren. Eine neue Nahrungsquelle. Nice. Und hier ist ein Haus. Pilze. Das war's an Pilzen. Was gibt's hier im Haus? Okay, ihr leckt sie Sau. Au, 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 au. Au, au, au. A, B, C. Alter, warum fange ich da drin an zu brennen? Dass ich irgendwie einreißen hier. Nee, anscheinend nicht. Und Wasser hilft da auch nicht wirklich. Toll. Ja, ich habe noch keine gute Ausrüstung, um gegen den Eiktür zu kämpfen. Ich möchte dem jetzt auch nicht wirklich begegnen, um ehrlich zu sein. Wir gucken einfach mal. Da ist wieder ein Reh. Was haben wir? Okay, ein Skelett. Alter, was? Alter, machen die Damage. Und ich höre da irgendwas Großes stampfen. Aber ich muss das Zeug wiederholen. Da ist das Leder drin, was ich brauche für eine, hier eine Hose. Weil wir rennen ja immer noch in Shorts rum. Scheißendreck. Und dann kann ich mir endlich einen Speer machen und weht der Geier was alles. Oh, ich feiere mein Haus. Schön groß und geräumig. Die Rehe hören sich immer noch so seltsam an, als ob die irgendwie ein Kloß im Hals haben. So, mein Grab suchen. Hier haben wir wieder einen Runenstein. Ich glaube, den haben wir uns schon angeguckt gehabt in einer der anderen Folgen. Das heißt, ich muss mich jetzt echt beeilen, um an mein Grab zu kommen und dann ganz schnell von den Kackskeletten wieder wegrennen. Weil dann würde ich nämlich das nächste Mal hier hochgehen, erkunden.
Bin ich jetzt richtig? Ja. Da liegt noch ein bisschen Loot. Ist zwar nur Baumharz, aber... Also normales Harz. Aber besser als gar nichts. Alter, haben die Damage gemacht. Blauauge. Ah, ich werde abgeschossen. Ich muss Stamina sparen. Das ist mein Grab. Da hinten pümmelt das Skelett rum. Schnell! Ah! Und schnell raus aus dem Wald. Boah, Alter. Alter! Ah! Die schießen mich immer noch ab, die Schweine. Ey, die kommen übers Wasser. Boah, leck mich einmal. Au, leck mich doch, ey. Scheißendreck. Ja, ich hätte gern mehr Ausdauer, mehr Stamina. Anstatt immer irgendwelche Punkte. Mann, Mann, Mann. Ach so, damit ich das wieder da unten drin habe und sehe, was ich essen muss. Aber holy shit, ey. Außerdem, ich müsste mal so langsam Sachen reparieren. Wir werden uns jetzt zu Hause eine Hose craften. Und eventuell ein Speer oder ein Bogen. Mal schauen. Erstmal müssen wir nach Hause kommen. Naja. Guck mal hier, du kleiner Gnom. Was der One-Hit. Okay, jetzt habe ich ja die große Schnauze, weil ich hier bin und die Viecher mittlerweile One oder Two hitte. Oh, das sieht so geil aus. Mann, Mann, Mann. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich überhaupt schlafen kann. Feuer habe ich jetzt draußen. Ja, es geht. Nice. Du stehst am Bug eines über die Wellen gleitenden Schiffes. Vor dir die Salzgischt und... Danke. Ich hätte gern weitergelesen. So, es ist Tag 8. Palim, Palim. Knochen haben wir auch. Federn haben wir auch. Pfeile kommen erstmal damit rein. Steine kommen hier mit rein. Holz kommt hier mit rein. Das Harz war in der mittleren. Da hinten war dieses Werkzeug. Hä, wo waren denn die Pflanzen? Ah, hier waren die Pflanzen. Äh,
das wird doch auch irgendwann schlecht, oder? War mir da nicht so? Hier, Hose. Fertigen. Nice. Reparieren. Reparieren, reparieren. Reparieren. Bogen. Scheiße. Holz und Feuersteine brauche ich. Feuersteine. Holz. Wo? Oh, gibt es gar ein Messer. Nee, ich will aber erstmal ein Speer haben. Genau. Der Hammer kann dahin. Nee, das lassen wir so. Was brauche ich für das Messer? Leder. War klar, wir brauchen Leder. Wenn es weiter nichts ist. So, die Augen würde ich gerne hier lassen, ne? So. Okay. Ich habe ja gesagt, ich will jetzt mal in die andere Richtung, um zu gucken, ob da noch irgendwas ist. Der Glücksknoten zeigt uns, dass wir noch 10 Minuten lang ausgeruht sind. Das möchten wir noch in Angriff nehmen und ausnutzen, ne? Und eventuell noch ein paar Tiere töten für Leder. So, den letzten Schluck Kaffee gerade noch zu mir genommen. Pilze. Pilze, Beeren, Essen. Eigentlich alles Mögliche an Essen würde ich gerne haben. Vielleicht noch ein Feld anbauen, wenn sowas geht. Auf jeden Fall wird hier noch einiges passieren. What the? Stirb doch mal! Hallo? Was war das denn gerade? Warum hat er sich so feiern lassen mit dem Zielen? Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wir müssen erst mal was essen und ich ziehe mir jetzt mal das Essen hier hoch. Bringt das überhaupt was? Ja! Schweini, komm mal her! Haha! Won it! Geil! Warum habe ich mir nicht vorher schon einen gemacht? Boah, geil! Haben wir wieder Leder im Gepäck? Ja, 2 Stück. Das gefällt mir sehr. Da sind Pilze und noch ein Schwein hier. Ah, Ausdauer. Ausdauer. Alter, der Speer nimmt ganz schön viel Ausdauer in Anspruch. Ähm,
verliert aber auch sehr wenig Haltbarkeit. Das ist nice. Warum bin ich nass? Was? Muss man nicht verstehen, warum ich auf einmal nass bin, aber okay. Und ich liebe diese nordische Hintergrundmelodie, die ist so geil. Oh ja, da kann man sich schön entspannt zurücklehnen. Ein ruhiges Spiel genießen. Ne? Waren da Pilze? Ja! Wo kommst du denn her, du Chaco? Alter! Ist der mir die ganze Zeit hinterhergerannt? Was ein Arsch! Ey, Schweinchen! Ey! Wollte die Sau mich hitten? Wortwörtlich! Essen kann ich noch nichts, schade. Oh, da gab es wieder eine Essenskeule. Nice. Also irgendwie das mit dem Speer ist noch gewöhnungsbedürftig für mich. Dass der Kampf Ausdauer verbraucht, schön und gut, aber... Ja, ne? Und wo sind wir hier? Oh. Einmal die 6 kann ich noch nicht. Die 5 kann ich auch noch nicht. Aber wir können wieder Essen sammeln. Ei, ei, ei. Ja, hier hinten in der Ecke waren wir auch noch nicht. Oh, ein Rundstein. Entschuldigung, man hört, ich bin erkältet. Es ist gerade tiefster Winter, wortwörtlich, bei dem Schnee, der draußen liegt. Halt, Reisender. Höre meine Warnung, du bist nicht der Erste, der hier erschien. Viele sind dem Ruf Odins gefolgt, doch der Weg, der vor dir liegt, ist hart und gefährlich. Wenn dir etwas an deinem Leben liegt, dann solltest du deine Behausung in diesen Auen weit weg von den Bäumen errichten. Hüte dich vor dem Gehörnten und verschone die Seinen. Wer ist der Gehörnte? Ist das etwa Loki? Der Gott des Schabernacks? Was jetzt? Spring 10, okay. Aber hier, oh, das sieht halt auch richtig idyllisch aus. So am Berg ab, ja, das hat was. Das hat auf jeden Fall etwas. Das war nur ein Vogel, okay. Ja.
Es wird Nacht und es regnet. Nein. Kurz was essen. Oh Mann. Was wollte ich jetzt eigentlich noch mal suchen? Okay, ihr habt es gerade gesehen, es hat ein bisschen gelaggt, weil ich hier auf der Map halt eben noch nicht war. Alter, wie wenig wir aufgedeckt haben. Ich war hier auf der Map noch nicht, das muss eben alles noch gerendert werden. Und hier ist so ein Gehirn da. Die darf ich nicht töten, oder wie? Ist ja doof, die greifen mich an. Oh, was haben wir? Oh, wieder eine Hütte. Oh ja. Looten. Der Eingang ist wie immer auf dieser Seite. Oh, okay. Stirb! Du, noch einer! Ah! Alles klar. Überleben, Skill 1 plus. Alter, da kommt noch... Alter, warum? Oh! Was ist das? Ach, so eine kleine Behausung hier, oder wie? Okay. Ey, jetzt reicht's mir! Nummer 1 ist tot. Ah! Ausdauer! 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 Alter Schwede! Leck mich doch fett! Hier ist eine Tür. Pilze! Da ist... Alter! Ausdauer! Alter! Das ist sehr gefährlich hier drüben! Ich will mich einfach nur umgucken! Es wird Tag in der Welt 10 von Yggdrasil. Nice. Da hinten sehe ich wieder einen Runenstein. Ja, das war's aber hier mit der Folge. Wenn in der nächsten werden wir da zum Runenstein gehen und in den großen, dicken Wald. Und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Vor allem den Daumen nach oben für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.